starten wir mal die Folge mit einem sehr langen Zug, der da lang fährt, wo wir gleich hin müssen, zu Bildmaster. Und ich fliege mal kurz mit der Kameraperspektive, um zu sehen, wie lang der Zug ist. Denn der ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr lang. Dann haben wir endlich mal einen langen, oh Gott, einen langen Zug. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Waggons. Der vor allem auch... Hier kommen wir leider nicht hin. Die Piste zu befahren mit einem... Mit so einem Crossing, wo man selber rüberfahren kann, das hätte natürlich auch was. So, dann springen wir wieder mal hier hin. Der Auftrag ist jetzt weg, weil ich weggeflogen bin. Genau, und vor zu Bildmaster werden wir jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fahren. Wir haben in der letzten Folge im gestrigen Video ja schon mal nachgeschaut, dass es dann nach Dodge City gehen wird. Oh, wir haben sogar jetzt nicht mehr den Auftrag da und wir fahren nicht mehr zu Bildmaster. Hätte ich mal Bildmasters angenommen. Noch im gestrigen Video. Wir aktuell sind einfach mal sicherheitshalber. Mal gucken, vielleicht ist ja jetzt wieder was da von Bildmaster, aber ich bezweifle es. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir doch keinen Vorratstank nach Dodge City, sondern fahren wir Vorhänge nach Dodge City. Aber Global Mills. Ich glaube, es bringt weniger Geld, aber ich würde sagen, wir fahren Reis. Einfach, weil es wahrscheinlich eine neue Fracht ist, ein neuer Frachttyp. Und weil wir dann zur Global Mills in Dodge City kommen und das auch definitiv wahrscheinlich spannender sein wird, als von Ecos Power Transport zu Ecos Power Transport zu fahren. Dann würde ich sagen, fahren wir Reis. 26 Tonnen, 26 Pfund natürlich, nach Dodge City. Für, ja gut, für fast die Hälfte des Preisschränke verhältnismäßigen bisher, aber zumindest dann nach Global Mills. Und da bimmelt der Bahnübergang schon wieder. Da war was mit Feststellbremse. Der Stand kommt auch wieder aus der Richtung, genau. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier wären wir beinahe hingefahren. Diesmal nur 6 Waggons, aber es ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, also ich meine halt davor war es immer allgemein so 5 Stück, 5 Waggons, 3 bis 5 oder so, die hinten an der Lok dran waren, aber mittlerweile ist es ja eigentlich schon, allein schon mit dem Start dieses Videos, es ist ja eigentlich schon bewiesen, dass mindestens seit dem Kansas-DLC, dass die Züge einfach deutlich länger geworden sind. So 11 Waggons haben wir ja immer gesehen, beispielsweise auch in Dodge City. Und jetzt halt in diesem Fall sogar, war es 15? Ja, 15. Also schon sehr, sehr viel mehr als zuvor. Haben wir jetzt oh Gott, wir haben einen kleinen Trailer. Ich hasse es. Meine Lieblingstrailer, die ganz kleinen. Die ich, wenn ich die Wahl habe, lang mache. Einfach weil ich es rückwärts einparken halt echt nervig finde. Hauptsächlich deswegen. Und das halt auch ein bisschen witzig aussieht, wenn der Truck länger ist als der Trailer. Aber gut, ein wenig Reis. Der vielleicht ist gerade schon am rauskörnen ist.
seinen Unfall. Dass er auch einfach eine Stelle abbiegen kann. Ne, noch ein Stück weiter. Richtung Haze natürlich. Wie gesagt, tanken muss ich noch nicht. Immer noch nicht. Ist ja schon gut, dass ich da schon auf der linken Spur bin. Dann müssen wir hier hin. So, Haze ist jetzt ungefähr 40 Meilen. City Cemetery. Die ist aber auch ganz schön groß. Mit den Leuten, die da stehen. Der Parkplatz, der scheinbar noch nicht, der scheinbar auch nicht nur als Parkplatz genutzt wird, sondern auch ein bisschen als Lagefläche für Dreck. Und hier wieder die schönen Felder. Vor allem auch die weiten Felder. Ich feier sogar. Also ist ja schon ganz schön viel Reis drin, ne? Mit den 26.000 Pfund. Wie viel Geld bekam man aber dafür? 3.000, ja okay. Wie gesagt, die dicken Brocken, womit wir dann wieder auf über 1 Million kommen, auf dem Profil hier, die kommen dann irgendwann nochmal. Aber jetzt erstmal nicht, denn wir erkunden erstmal Kansas. Eventuell gibt es dann die wieder ein bisschen längere Strecken und auch mehr Kohle dadurch, wenn ich dann das Event in dem Hintergrunde ich gehe mal vor, aus so einer alten Brücke war, wenn ich das Event so gesehen abgeschossen habe, dann ist es ja egal, wo man hinfährt. Dann ist eigentlich eher noch das Ziel, möglichst viel ja, Varietät reinzubekommen. Dass man ein bisschen mehr von den ganzen Aufträgen fährt. Die besonderen Aufträge, vor allem auch vom Farm Machinery DLC. Sollte ich mir vielleicht auch nochmal bei Windows Note eine Notiz aufmachen oder eine neue Seite machen, dass ich weiß, was ich davon schon gefahren bin. Dachte ich, müsste jetzt schon runter auf was weiß ich, 55 oder so. Da wäre den Wassertop von Haze. Auch schön mit den ganzen Containern hier auf der Seite. Jetzt haben wir die 55, 45. Okay, wir halten uns einfach mal rechts. Ja, den schönen Kreisverkehr. Ach, war 30 Bürger und nicht, weil es ein normaler Kreisverkehr. Kein wilder Kreisverkehr, der irgendwie ein 8er Kreisverkehr ist. Einer, mit dem man ein bisschen klarkommt. Und dann weiter die Highway 183 gen Süden. Aber auch interessant, wie man einfach wirklich komplett den Kreisverkehr durchfahren muss, damit man halt wirklich wieder hier hinkommt, in diese Richtung, wenn man sich mal irgendwie verfahren hat oder so. Kurz mal ein bisschen beschleunigen, um hier wieder runter auf 25 zu gehen, sicherheitshalber. Da hinten haben wir, glaube ich, was war es nochmal für ein Händler? Ach, hier haben wir den weirden Kreisverkehr.
Hat sich ja gelohnt anzuhalten. Ja, was haben wir denn nochmal für einen Händler? War das ein International oder Western Star? Eins von beiden. Oder was doch ein Canvas? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sieht. Aber nach Aussetzung ist nicht sehr. Belastend. War es eine Arbeitsagentur? Ah, nee, glaube nicht. Doch. Es ist eine Arbeitsagentur. Die wir dann jetzt hiermit aufgedeckt haben. Schon hier mit den leeren Flatbeds. Go straight. Jetzt haben wir hier wieder so ein Always Stop Sign. Go straight. Ja, okay. Das, na gut. Für wie viel hat das nochmal gekostet? Glaube ich knapp 400.000, oder? Den komplett zu restaurieren. Mit dem Permanent Wear und so. Ich glaube, das ist dann auch so ein Ding, was ich dann mache, wenn ich bei 1.4 bin. Ziel für die 1.4. Jetzt haben wir auch diesmal wieder in diese Richtung nach Dodge City. Zuvor sind wir ja von Garden City war ich schon Haze? Moment. Garden City war die 1. Ne, war ich nicht. Und von Garden City ging es dann aus nach Selina und von Selina nach Colby. Ich habe nämlich jetzt wieder vergessen, dass ich Pittsburgh aufschreibe. Ach, nicht Pittsburgh, Fredericksburg. Muss ich gleich mit Dodge City eintragen. Ansonsten gibt es nachher nur Verwirrung. Oder ich mache es eben jetzt. Ich müsste ja jetzt eigentlich wirklich bei 4 von 14, das passt. Dann wollen wir mal. Halbe Tankfüllung haben wir noch. Reicht auch noch dicker aus. Also ich weiß nicht, ob ich vor dem Abschluss des Events nochmal tanken muss. Vielleicht ganz kurz vor Ende, so bei der 14. Fahrt, bei der 10. Fahrt. Aber eigentlich nicht. Da wieder hoch auf 65 Miles per Hour. Aber schon gleich da? Oder ist einfach ein anderer Water Tower? Wieder ein Four-Way Stop sein. Hier steht Cross Traffic does not stop. Deswegen müssen wir halten. Also das ist keine Four-Way Stop sein, sondern ein Stop sein für uns. Weil die anderen Vorrang haben. Ist ja super, dass ihr da so schön reinspawnt. Muss man hier einfach YOLO durch. So viel zum Thema Cross-Traffic, das nonstop.
Wir wollen ja auch nicht ewig warten. Bin mal gespannt, wie dein Globen Mills ist. Da vorne wieder mit einem schönen Güterzug, der uns gleich den Weg hier vorne versperrt bei der Ampel. Ampel vor allem, beim Bahnübergang. Mal nur 8 Waggons. Go straight. Ja, ist auch schon wieder kurz, ich muss hier rein. Was natürlich nice wäre, aber auch nicht verkehrt, nicht reinzukommen, zu müssen, zu dürfen. Und wieder Cross-Traffic doesn't stop. Kommt zum Glück nichts. Das Ding ist hier lang. Ach, an Dodge City weiter runter Richtung Oklahoma. Moment, ist Global Mills auf der gegenüberliegenden Seite von dem einen Bahnübergang, wo es fast zum Unfall kam? Ich glaube, könnte hinkommen. Eventuell werden wir dann gleich sehen. Wir müssen erstmal reinfahren. Hier sind wir noch beim Chemiekonzern außerhalb von Dodge City. Stay left, and then turn left. Turn left. Ja, biegt schon ab. Da war nix. Zumindest die, dass ich wüsste. Und ja, wir fahren über den Bahnübergang. Das dürfte er sein. Ah, nee, doch nicht. Der war noch dahinter. Aber zumindest geht es auf alle Fälle über die Strecke rüber. Ich bin leicht über der Haltelinie, aber wirklich nur leicht mit dem Reifen. Ah, jetzt fährst du. Du bist ja auch ein Affe. Warum fährt denn der jetzt? Und wir fahren über die Bahnstrecke rüber sogar. Oh, nicht schlecht. Sehr schön. Mit dem Zug wäre es noch schöner, aber das kommt ja auch immer noch mal. Wollen wir mal hier rüber. Aber da vorne noch eine Waage. Fahren wir jetzt aber nicht drauf. Da würden wir euch dann einfach drüber fahren, wenn ich nochmal von Global Mills abholt, gleich in Dodge City.
zeitlich gesehen, ich glaube, eine Aufnahme passt noch. This is where it ends. Ja, ich würde aber gerne wissen, wo it ends. Wo es endet. Ich hoffe, aber ich sehe, ich muss rückwärts einparken. Gefällt mir nicht. Wie gesagt, ausschließlich aufgrund des Anhängers, weil ich mit dem in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen würde ich mir nur solche holen aufgrund des Double oder Triple Trailers, weil es wäre ja eher der Triple Trailer. Einfach jetzt schon verkackt wegen des kurzen Trailers. Das sind nur die wenigen und seltenen Momente, wo ich mir, wo ich bereue oder wo ich mir wünschen würde, dass ich nicht rückwärts einparken muss, beziehungsweise eine andere Methode ausführen kann als den zufälligen Stellplatz. Ich muss mich damit einfach viel mehr konzentrieren als sonst. Aber das sieht doch ganz in Ordnung aus. Und mit Global Mills habe ich leider nicht damit gerechnet, sondern eher was anderem. Aber ist ja auch keine neue Firma Global Mills. Ausgezeichnete Reise von Phillipsburg nach Dodge City geliefert. Gefahrenstrecke 131 Meilen. Dauert 23 Minuten. 21 Gallonenverbrauch. Das war der 134. erledigte Overlord Trucks Auftrag in ATS. Gab dafür 3000 Dollar und 250 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich muss mal pennen, deswegen pennen wir hier gegenüber. So, als Globe Mills gibt es sogar hier zweimal. Und ich glaube, Johnson and Smith und Farmers Barn sind, glaube ich, auf alle Fälle neu. Also Johnson and Smith auf alle Fälle, aber Farmers Barn glaube ich auch. Mal gucken, welche Fahrt dann die letzte ich dann heute machen werde, wo sie stattfinden wird. Müde, ach eigentlich könnte ich sogar gestern noch fahren. Eine Fahrt geht noch mit dem Müdigkeitsstand. Dann gucken wir mal kurz gemeinsam nach. Und dann nehme ich den Auftrag vielleicht sogar schon mal gleich an, bevor er gleich wieder verschwindet. Wie gesagt, Haze ist zu nah. Dann wäre jetzt Hutchinson oder Wichita dran. Mal schauen, ob wir was nach Hutchinson hätten. Huntsville haben wir nur, nicht Hutchinson. Dann gucken wir mal nach Wichita. Haben wir noch was nach Wichita? Nur nach Wichita Falls, aber nicht nach Wichita. Das nächstgelegene Junction City geht nicht mehr. Junction City würde gehen. Oder Emporia. Junction City einmal auf alle Fälle. Junction City Altverpackungen. Nach Kansas. Vielleicht fahren wir das. Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass wir gleich vielleicht ein geeigneten Auftrag haben. Wenn ich kurz noch mal eine Unterbrechung mache. Deswegen fahre ich noch mal kurz hier raus. Stelle mich dann hier irgendwo hin. Den Parkplatz hier vorne.
wenn hier wieder ein Zug vorbeifährt. Es ist einfach nice mit den vielen Zügen hier und auch den langen Zügen vor allem. Fast allein dafür lohnt sich fast schon Kansas. Das Kansas DLC. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Vom diesem Video zum Cruising Kansas Event. Mal schauen, ob es gleich im nächsten Video wirklich nach Junction City geht oder ob es vielleicht sogar doch nach Hanschen nach Wichita geht oder halt nach, was war das noch? Hutchinson, weil Hutchinson ist zu nah. Wichita wäre wahrscheinlich passender. Oder Hutchinson? 104 Meilen würde auch gehen. Also, je nachdem, wohin wir liefern in Hutchinson, würde es auch gehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!